Aus dem Buch Das Buch der Wahrheit. 1146. Botschaft. Der Glaube des Klerus wird vom größten Feind Gottes, der jemals auf Erden wandeln wird, dem Antichristen mit Füßen getreten werden. Samstag, 7. Juni 2014, 20 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, der Geist der Wahrheit, der durch meine Kirche auf Erden vorherrscht, muss gewahrt, genährt und hochgehalten werden, und zwar von jenen meinen gottgeweihten Dienern, in deren Obhut ich alle Kinder Gottes gegeben habe. Die Priester in meiner Kirche werden bald vor Herausforderungen stehen, die darauf hinauslaufen werden, dass viele es sehr schwer finden werden, mein Wort hochzuhalten. Alles, was nicht von mir ist, wird ihnen von den Verrätern unter ihnen präsentiert werden. Wie ich mich danach sehne, sie zu trösten, und wie ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um ihre Seelen mit dem Feuer des Heiligen Geistes zu erfüllen. Ich werde dies tun, damit sie wachsam, ruhig und zweifelsfrei bleiben werden, wenn sie aufgefordert werden, bei der Lehre mitzumachen, die nicht von mir sein wird. Sie müssen als Hüter meines Wortes bereit sein, mir treu zu bleiben, aber sie werden überredet werden, einer neuen Interpretation meines Wortes zu folgen, und das wird zu schweren Irrtümern führen. Sollten sie unschuldige Seelen und jene, die mir treu sind, in die Irre führen und dazu bringen, Gotteslästerungen zu begehen, werden sie schuldig sein, die Lehren der Hölle angenommen zu haben. Dafür werden sie den Zorn meines Vaters zu spüren bekommen. Die Priester, die mein sind, werden ihre Gelübde der Liebe, der Nächstenliebe und der Keuschheit erneuern müssen, wenn sie im Zustand der Gnade bleiben wollen, um mir zu dienen, wie sie sich in meinem Namen verpflichtet haben, es zu tun. Leider wird die Macht des Bösen, die sich gegen sie stellen wird, so stark sein, dass es für viele zu schwer sein wird, dem Druck, der auf sie ausgeübt wird, standzuhalten. Andere werden die neue Lehre umarmen, und sie werden Teil des neuen Weltpriestertums werden, das bald verkündet werden wird, wo sie nicht mehr dem dreifaltigen Gott dienen werden. Sie werden dann viele Seelen in den Glaubensabfall führen. Nur wenige werden mir treu bleiben, und sie werden jene Christen trösten, die niemals von der Wahrheit abweichen werden. Diejenigen, die mich verraten, werden selbst zu Opfern des Antichristen und seiner Armee werden, die sie mit solchen Mitteln verfolgen wird, dass man sie, sollten sie keinen Pakt mit dem Tier Satan schließen, wie Kriminelle ausstoßen und sie der Verbrechen ähnlich einem Verrat beschuldigen wird. Die Gläubigen werden sich gegenseitig trösten, und durch meine Gnade werden ihnen diejenigen Geschenke von Gott gegeben werden, die sie benötigen, um sich gegen die Verfolgung zu schützen, einschließlich des Siegels des lebendigen Gottes, das es ihnen ermöglichen wird, den Widerstand zu überwinden, auf den sie treffen werden, wenn die Christenheit verrohen wird. Diejenigen, die für mich und in mir sind, werden in ihrem Herzen großen Mut verspüren, denn sie werden in der Lage sein, den Geist der Wahrheit vom Geist des Bösen zu unterscheiden. Und während dieser ganzen Zeit wird der Glaube des Klerus vom größten Feind Gottes, der jemals auf Erden wandeln wird, dem Antichristen mit Füßen getreten werden. Er wird sie verführen und sie in ein großes Netz aus Betrug und Verzweiflung ziehen. Sein Einfluss auf sie wird wie eine große Finsternis sein, die sich auf sie herabsenken und das Licht ihrer Seele auslöschen wird, und danach werden viele ihre Seele an Satan verkaufen. Alle diese Ereignisse klingen so, als ob sie von einem lauten Paukenschlag begleitet werden würden, aber das ist nicht die Art, wie das Tier Satan vorgeht. Nein, seine Mission wird als eine große Evangelisierung der Welt gesehen werden, die sich auf vielerlei Weise zeigen wird. Sie wird so anziehend wirken, dass nicht nur die gottgeweihten Diener, die Leuchten Gottes aus erwählt, um sein Volk auf Erden zur Heiligkeit zu führen, der Täuschung erliegen werden. Die Feinde Gottes werden auch die neue evangelikale Bewegung umarmen, was schrittweise angekündigt werden wird und nicht mit lauten Fanfaren, denn das würde nur zu viele Fragen aufwerfen. Neue Gesetze werden eingeführt werden, die man als eine Verbesserung des Lebens der Armen der Welt verstehen wird. Dann wird die Vereinheitlichung von Ländern geschaffen werden, durch ihre Banken, Unternehmen, Allianzen als Verbündete in den kommenden Kriegen, durch die Politik und schließlich die Religion. Die Schritte haben bereits begonnen und der Plan ist seit über 7 Jahren bis ins kleinste Detail koordiniert. Alles, um was ich euch bitte, ist: Bleibt wachsam und betet für alle meine Priester,
damit sie die Gnaden behalten werden, die ich ihnen gewähre, um mir zu dienen, und damit sie den wahren Glauben bewahren können. Allein die Wahrheit ist ewig. Allein die Wahrheit meines Wortes wird das Leben aufrechterhalten, das Leben der Seele ebenso wie das Leben dieser Erde. Lügen, die als Wahrheit präsentiert werden, kommen von Satan, der auf ewig verdammt ist. Diejenigen, die ihm folgen, seine Methoden übernehmen und seine Diener werden, stürzen in tiefe Finsternis und setzen sich großer Gefahr aus. Allein die Wahrheit wird euch retten. Ich bin die Wahrheit. Folgt nur mir, denn nichts anderes kann euch Liebe, Frieden, ewige Freude oder Glückseligkeit bringen. Nur indem ihr mir und meinem heiligen Wort folgt, wie ich es der Welt gegeben habe, ohne dass es manipuliert wurde, könnt ihr gerettet werden. Euer Jesus.